Hallo, hallo zusammen. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Abend. Ja, ihr seht den Marc, mich nicht. Wir versuchen heute mal ein bisschen auf Distanz zu bleiben. Ja, und deswegen bin ich jetzt gerade mal woanders und der Marc ist vor der Kamera. Ja, ihr seht, wir sind alle so ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Das lassen wir uns natürlich nicht vermiesen. So eine kleine Nikolausmütze, die bringt schon ein bisschen was. Und ich hoffe, ihr seid fit und habt Spaß jetzt gleich mit uns zusammen ein bisschen, ja, was für eure Fitness zu tun. Wir machen ein bisschen Musik und dann legen wir auch los. Gut, und ihr lauft auf der Stelle. Lauft auf der Stelle. Die Arme mitnehmen. Richtig laufen, joggen. Joggen, ja. Yeah. Genau. Und die Arme dabei einmal nach vorne boxen. Ja, sehr gut. Ganz dynamisch. Jetzt müsste eigentlich die Musik von Rocky laufen. Okay. Wir wechseln mal ganz kurz. Wir machen eine Hampelmann. Hopp, 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 hopp. Okay, und wieder auf der Stelle, aber diesmal mit geschlossenen Beinen hüpfen. Mit beiden Beinen hüpfen. Stellt euch vor, ihr habt ein Seil, mit dem ihr springt. Und ihr springt nach links und nach rechts. Und vor und zurück. Mit beiden Beinen, vor und zurück. Mit geschlossenen Beinen. Geschlossene Beine. Vor und zurück. Mit geschlossenen Beinen. Sehr gut. Und wieder ein Hampelmann. Sehr gut. Und wieder auf der Stelle laufen, joggen. Beim Joggen zieht ihr mal hinten die Fersen hoch an den Po. Und jetzt vorne die Knie hochziehen. Und nochmal hinten die Fersen an den Po. Und wieder vorne die Knie hoch. Und nochmal hinten die Fersen. Und Knie vorne hoch. Und wieder nochmal weiterlaufen. Und nochmal in den Hampelmann.
So, bleib mal breit mit den Füßen stehen. Breit stehen bleiben. Und jetzt zieh dir hinten immer im Step-Touch die Ferse ans Gesäß. Breiter Schritt zur Seite und die Ferse hinten hochziehen. Mit beiden Armen ranziehen. Bisschen tiefer in die Knie gehen dabei. Sehr gut. Und nochmal einen Hampelmann machen. Das reicht zum Warmwerden. Sehr gut. So, habt ihr euch hoffentlich auch was zu trinken mitgebracht? Wir fangen an. Und zwar mit Ausfallschritt. Ihr macht mit dem rechten Fuß einen Ausfallschritt nach vorne. Ja. Und direkt danach noch mit dem linken Fuß einen Ausfallschritt nach vorne. Tief runter, geht dann zwei Schritte wieder zurück in die Ausgangsposition. Und fangt dann mit dem anderen Bein an. Ausfallschritt links, Ausfallschritt rechts. Und wieder hoch und zurück. Bis zum Ausgang. Und dann wieder mit rechts. Und mit links. Okay, die Übung verstanden. Wir fangen an und machen das. 45 Sekunden durch. Fertig. Und los geht's. Rechts, links, hoch und zurück. Links und rechts und wieder zurück. Jeder in seinem Tempo. Noch 10 Sekunden, das haltet ihr durch, denn ihr ein bisschen schneller seid, ist intensiver. Und Pause, nächste Übung, Wechselsprünge. Team Skilangläufer, die Beine, ein Bein geht vor, das andere gleichzeitig zurück, die Arme machen aktiv mit. Wechselsprünge. Los geht's, und die Arme mit. Sehr gut, schön dynamisch. Ihr könnt dabei die Beine breiter oder die kürzer lang machen. Also nicht so weit auseinander und weiter auseinander machen. Also breit heißt nach vorne und nach hinten. 10 Sekunden noch. Gut, Pause. Bei der nächsten Übung. Die Beine relativ geschlossen, nicht ganz geschlossen, Knie leicht gebeugt, Oberkörper nach vorne neigen, Bein vorneigen, gehen die Arme nach vorne hoch, dann richtet ihr euch wieder auf, die Arme gehen runter und wieder vorneigen und aufrichten. Auf geht's, los! Vorneigen, aufrichten. Der Rücken bleibt dabei gerade. Brustbein geht nach vorne raus. Kopf ist aufrecht. Po geht nach hinten. Nicht zu tief in die Knie nur leicht beugen. Noch 5 Sekunden. Pause. Nächste Übung ist auf einem Bein. Das rechte Bein hebt ihr seitwärts ab und grätscht es zur Seite raus leicht und dann senkt ihr es wieder, ohne es abzustellen. Und los geht's. Heben und senken. Ohne abstellen. Immer das gleiche Bein. Oberkörper bleibt aufrecht dabei.
Ihr müsst das Bein nicht so hoch wie möglich ziehen, sondern versucht dabei stabil zu stehen. Ohne das Bein rauszudrehen. Bleibt frontal. Stabil stehen. Noch 10. 10. Pause. Nächster Durchgang ist mit dem anderen Bein. Gleiches Spiel. Ihr steht auf rechts und zieht mit links zur Seite. Fertig. Und los geht's. Bleibt ganz ruhig im Oberkörper. Zieht aus der Hüfte zur Seite. Versucht immer zwischendurch nicht abzustellen. Weiß, das ist schwerer, klar. Das Gleichgewicht halten. Seite ziehen und senken. Noch 15. Fast geschafft und Pause. Gut, bei der nächsten Übung, Kniebeuge. Und zwar macht ihr einmal die Kniebeuge schmal und dann breit im Wechsel. Das könnt ihr entweder machen, indem ihr springt vom schmal auf breit oder wenn ihr einen Schritt nach außen macht. Ja? Und dann wieder nach innen. Oder ihr springt auseinander und zusammen. Bring mal mit beiden Beinen gleichzeitig. Ja? Ja, nicht zur Seite, sondern versuch mal von der Mitte nach außen. Genau. Ja, hier klassisch auch drauf achten bei der Kniebeuge. Pause, dass ihr mit dem Po schön nach hinten geht. Okay, das war der erste Durchgang. Kurz was trinken, dann kommt der zweite. Wir machen es wie letzte Woche. Wie letzte Woche, dass wir zwei Blöcke haben. A6 Übungen und jeweils drei Durchgänge machen. So, gehen dann wieder in den Ausfallschritt bei der ersten Übung. Ja, so langsam könnt ihr euch wieder in die Ausgangsposition begeben. Heißt, Schritt mit rechts nach vorne tief gehen, direkt mit links hinterher. Fertig und los geht's. Und mit links. Und dann die zwei Schritte zurückgehen. Und dann fangen wir mit links an. Genau. Und dann wieder zurück. Und versucht das ohne Zwischenschritt zu machen. Direkt einen schönen Ausfallschritt. Links und dann direkt mit rechts nach vorne und zurück. Rechts und links nach vorne. Ja, guckt, dass ihr nicht immer weiter nach vorne wandert, dass ihr immer wieder gut zurückkommt. Und auch hier achtet auf die Knie beim Ausfallschritt. Okay, und Pause. So, Wechselsprünge sind das nächste. Aber kurz durchatmen. Fertig. Und Wechselsprünge. Zack, zack, zack. Links, rechts, links, rechts. Noch 10 Sekunden. Okay.
und Pause. So, die nächste Übung etwas ruhiger, wieder vorne eigen. Dabei gehen die Arme wieder nach vorne. Achtet auf den geraden Rücken. Der Po geht nach hinten, die Arme gehen nach vorne und los geht's. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Vor und aufrichten. Arme schön vorne hochziehen. Idealerweise sind dann die Arme links und rechts von den Ohren. Also in Verlängerung des Oberkörpers. Die Knie nur leicht beugen. So, dass ihr gut mit dem Oberkörper nach vorne abwinkeln könnt. Schön das Brustbein nach vorne rausstrecken. Und Pause. Wieder koordinativ etwas schwieriger. Auf einem Bein. Beide Beine gleitet hoch wieder. Fertig. Mit rechts losgehen. Und sie heben und senken. Rechts Bein. Haltet sieben. Oberkörper ist stabil. Sucht euch am besten einen Punkt, den ihr anvisiert, um das Gleichgewicht besser halten zu können. Konzentriert euch auch auf den Stand. Der gibt euch die Signale, wo es hingeht. In welche Richtung ihr wegwackelt. Ja, das Ziel in der Hüfte, das Gewicht. Knackigen Hintern und Pause. Dann haben wir noch ein bisschen was vor über die Weihnachtstage. Da sind so viele Leckereien, die können wir jetzt schon mal ein bisschen vor verbrennen. Fertig, anderes Bein. Linke Seite. Heben und senken. Auch hier, Oberkörper stabil. Genau, lächelt euren Körper immer an, lächelt nach innen. Freut euch darüber, wenn die Muskeln sich anspannen und entspannen. Schön. Schön stabil bleiben. Die Mitte finden. Weiter zu. Und Pause. Sechste Übung, den Block. Kniebeuge, schmal und breit im Wechsel. Name oder nur mit dem Sandspitzen. Fertig und los. Wechsel. Halt. Und wenn das ruhig machen, ihr könnt das schnell und dynamisch machen. Aber achtet dabei auf den Oberkörper, auf die Knie, dass die Knie rausschieben. Geht schön nach hinten. Und hochkommen. Brustbein rausschieben. Immer beim Hochkommen auch ausatmen. Und Pause. Kurze Pause wieder. Vor dem nächsten Block. Kurz was trinken. So, langsam wieder fertig werden für den dritten Durchgang. Ausfallschritt. Rechts, links, dann wieder zurück. Und los geht's. Und dann wieder in die Ausgangsposition. Dann links und rechts. Und Ausgangsposition.
Runde. Immer wieder zurück. Auch hier achtet auf die Kiespitzen vor die Kiespitzen. Aber wenn man dann aufrecht bleibt, man ist übrig, bei den Ausfallschritten. Fertig. Pause. Mit der Übung wechselt wieder. Einmal vor, einmal zurück. Und los geht's. Arme schön mitnehmen. Dynamisch. Ja, kommt noch ein bisschen schneller. Der Marc will immer zur Seite springen. Der soll breit und schmal springen, genau. Schmal und schmale Kniebeuge. Und breite Kniebeuge.
und schmale Kniebeuge. Ja, ja, genau, jetzt wird's langsam. Weiter geht's, komm Marc, auf. Nehmt euch bitte kein Beispiel an Marc. Und Pause. Okay, ihr habt wieder kurze Pause zum Trinken. Und dann gehen wir in den zweiten Block rein. Dafür braucht ihr wieder eine Matte. Wir gehen nämlich auf den Boden. Beim zweiten Durchgang, beim zweiten Block auf dem Boden, gehen wir als erstes in den Liegestütz. Ja, ich erkläre schon mal die Übung. Im Liegestütz macht ihr einen Fuß nach vorne, einen Fuß hinten. So, und dann wechselt ihr die Position der Füße immer. Ja, ja, aufstellen den Fuß. Aufgestellt, aufstellen, den zweiten Fuß und dann die Füße wechseln. Ja? Den anderen Fuß nach vorne, genau. Entweder macht ihr das so mit einem Schritt oder ihr springt von einer Position in die andere. Ja? Das könnt ihr euch auswählen. Das wäre die erste Übung. Ihr könnt euch langsam bereit machen. Fertig werden. Und wir legen los. Liegestütz und Wechsel. Ja, ein Bein vorne, ein Bein hinten. Ja, hier kommt es natürlich auf die Geschwindigkeit an. Je schneller ihr seid, desto anstrengender ist es. Ja, komm, beißen. Wenn es zu anstrengend wird, dann geht ihr in den Wechselschritt rein. Dann springt ihr nicht mehr. Ja? Komm, durchhalten. Noch 5 Sekunden. Und Pause. Dann legt euch direkt auf die Seite. Seitlage, streckt beide Beine aus. Die Arme streckt ihr nach vorne, nehmt die Hände zusammen. Und jetzt hebt ihr beide Beine seitwärts ab und senkt sie. Hin und senken, auf und ab, los geht's. Auf und ab. Noch 20 Sekunden. Noch 10. Pause. Wechseln auf die andere Seite. So, fertig werden. Los geht's. Ja, hier ist wichtig, dass ihr in der Hüfte relativ gestreckt seid. Also nicht den Po nach hinten rausstreckt. Der ganze Körper ist eine Linie. Noch 10. 5. Und Pause. Supi. So, bei der nächsten Übung geht ihr in den Unterarmstütz. So, in der Haltung hebt ihr die Knie leicht ab,
Ganz leicht abheben, beide Knie, die Füße auf den Boden lassen, die Knie abheben. Und jetzt streckt ihr den Po nach oben zu Decke und streckt die Beine dabei. Nein, die Füße bleiben am Boden. Füße am Boden, Po hoch. Hoch den Po und wieder die Knie knapp über dem Boden und hoch den Po. Und die Knie knapp runter und hoch, genau. Hoch und Knie nicht ganz absetzen und hoch. Genau, Po hoch. Sehr gut, 5 Sekunden noch. Hoch, senken, hoch. Und Pause. So, dann legt ihr euch auf den Rücken. Füße aufgestellt, ihr hebt die Hüfte hoch. Hüfte hochheben. Und jetzt einmal das rechte Bein nach oben strecken. Abstellen das linke Bein nach oben. Und die Hüfte bleibt oben dabei. Oben halten die Hüfte. Genau, schön oben halten. Gleiche Position, Arme nach vorne, Beine gestreckt, Hüfte gestreckt und los geht's. Zieh, 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 auf geht's. 20, nehmt den ganzen Körper mit, spannt den an. Noch 15 Sekunden. Gut. Ich kann das Tempo noch mal ein bisschen erhöhen. Und Pause. Wir gehen in den Unterarmstütz. Die Knie aufgestellt, Ellbogen aufgestellt, dann die Knie ganz leicht abheben. Und dann den Po nach oben rausstrecken und senken und heben. Auf und ab. Auf und ab. Sehr gut, schön hoch. Stellt euch vor, jemand zieht an eurem Gesäß nach oben. Hoch. Hoch. Noch 10. Noch 5. Und Pause. Sehr gut. Ihr dürft wieder auf den Rücken gehen. Die Füße aufgestellt. Hüfte hoch und abwechselnd. Rechtes Bein nach oben strecken, linkes Bein nach oben. Halten die Hüfte dabei hoch. Immer wieder nachjustieren. Hüfte oben. Auch wenn die Beine nach oben gestreckt werden, bleibt die Hüfte oben. Noch 15. Noch 5. Weiter. Weiter. Und Pause. Super. So, wieder in die Bauchlage. Ein Arm nach vorne gestreckt, ein Arm an der Seite und die Armposition wechselt. Die Nase dicht über dem Boden dabei. Und los geht's. Eng am Körper vorbei die Arme. Schönes Doppelkinn machen. Zieht die Beine mit in die Bewegung. Das heißt, die Beine sind angespannt, Po ist angespannt. Ja, und jetzt dynamisch. Wechsel, wechsel, wechsel.
und Doppelkinn machen dabei. Jo, noch fünf. Und Pause. Sehr gut. Kurz durchatmen. Ihr könnt wieder was trinken. Ich hoffe, euch hängt noch nicht die Zunge raus. Beim Marc sieht das schon so aus. Ja, die Vorweihnachtszeit, die hat so ihre Schwierigkeiten, ne? Vor allen Dingen zuckermäßig. Es wird viel gegessen. Ihr werdet langsam wieder in die Ausgangsposition zurück. Liegestütz mit Wechselschritt und los geht's. Ja, versucht den Oberkörper ruhig zu halten, stabil zu bleiben. Der dritte Durchgang. Noch 20 Sekunden. Jetzt könnt ihr nochmal probieren, im Sprung das Ganze zu machen. Noch 5. Und Pause. Geht wieder in die Seitlage. Und die Beine seitwärts heben und senken. Auf und ab. Das. Noch 5. Und Pause. Wechsel zur anderen Seite. Fertig. Und los geht's. Und seitwärts. Und zieh. Und zieh. Probiert zwischendurch das Bein gar nicht mehr abzulegen, die Spannung zu halten und trotzdem geht's auf und ab. Und die letzten Durchgänge jetzt noch dynamischer. Noch 10. Pause. Unterarmstütz. Auf die Ellbogen, auf die Knie. Und den Oberkörper stabil halten. Knie leicht abheben und dann geht der Po nach oben. Hoch. Raus geht's. Und wieder senken. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Die Übung. Schön nach oben schieben. Recken, beugen. Recken, beugen. Noch 5. Und Pause. Jetzt geht's wieder auf den Rücken. Rückenlage, Beine aufgestellt. Richtig. Hüfte hochheben und stabil oben halten. Jetzt abwechselnd. Rechtes Bein und linkes Bein hoch.
und die Hüfte dabei oben halten. Hoch. Und hoch. Atmet gleichmäßig weiter dabei. Noch 15. Stabil oben halten die Hüfte. Nicht mehr runtersacken. Pause. Letzte Übung. Bauchlage. Spannung im Rumpf, in den Beinen, im Gesäß. Ein Arm vorne, ein Arm hinten. Und los geht's. Und wechseln. Doppelkinn. Nase ist tief. Noch 20. Durchhalten. Und Pause. Sehr gut. So. Jetzt kommen wir so langsam in den Cooldown über. Ihr könnt erst noch mal was trinken. Dann legt euch auf den Rücken. Ja. So, auf dem Rücken liegen, die Beine ranziehen. Macht euch klein. Atmet tief durch. Bisschen schaukeln dabei. Tief und gleichmäßig atmen. Und die Beine wieder abstellen. Zieht mal das rechte Bein zum Oberkörper ran. Haltet es hinten in der Kniekehle fest. Streckt es hoch zur Decke und das andere Bein lang ausgestreckt ablegen. Die Zehenspitze vom oberen Bein zieht ihr Richtung Nase. Versucht das Knie zu strecken. Genau, wenn es jetzt noch nicht zieht, das ganze Bein noch ein bisschen vom Oberkörper hinziehen. Ruhig. Entspannt atmen dabei. Und bei jedem Ausatmen noch ein bisschen mehr in die Dehnung, in die Entspannung reinzukommen. Und langsam wieder lösen. Das Bein abstellen. Ausstrecken. Das andere Bein geht nach oben. Und strecken das Knie. Die Zehenspitze Richtung Nase ziehen. Das ganze Bein, so weit es geht, Richtung Oberkörper. Ruhig und gleichmäßig atmen. Und bei jedem Ausatmen das Bein noch ein bisschen mehr zum Oberkörper ziehen.
und langsam wieder lösen. Stellt die Beine nebeneinander auf, legt das rechte Fußgelenk, den Knöchel auf den linken Oberschenkel. Genau. So, und dann zieht ihr, greift ihr das linke Bein um den Oberschenkel rum mit beiden Händen und zieht das Bein ran. Und merkt ihr, dass rechts außen am Oberschenkel, im Gesäß, Oberschenkelbereich, dies da zieht. Atmet wieder ruhig und gleichmäßig. Langsam wieder lösen. Die andere Seite. Und dann greift ihr das rechte Bein und zieht es zum Oberkörper ran. Ja, lass das Bein jetzt los. Entspannt. Streckt mal beide Beine nach oben zur Decke. Hochstrecken. Jetzt nehmt ihr die Hände zwischen die Beine. Haltet die Beine von innen und öffnet die Beine so weit wie möglich auseinander. Und der Markt, der kommt zum Fass in den Spagat. Müsst ihr nicht, haltet einfach die Beine an den Oberschenkeln, dass sie euch nicht wegfallen. Und lasst sie nach außen auseinandersinken. Auch hier gleichmäßig weiteratmen. Und dann langsam die Knie anbeugen, die Füße abstellen. Legt euch mal auf die Seite. Zieht beide Knie nach vorne hin hoch. Und greift jetzt vom oberen Bein das Fußgelenk und zieht die Ferse ans Gesäß und das ganze Bein mit nach hinten. Knie geht mit nach hinten. Und dann zieht es vorne im Oberschenkel. Lass die Dehnung wirklich mal zu. Locker lassen dabei. Spannen. Das Ziehen im Oberschenkel auch mal einfach annehmen und zulassen. Und entspannen. Locker lassen. Ihr dreht euch auf die andere Seite. Zieht vorne das beide Beine hoch, greift vom oberen Bein den Fuß, zieht die Ferse ans Gesäß, das ganze Bein mit nach hinten, so weit bis vorne im Oberschenkel. Ruhig, gleichmäßig atmen. Und locker lassen, wieder lösen. So, dann steht langsam auf. Füße leicht geöffnet nebeneinander. Die rechte Hand geht über den Kopf zur Seite. Die ganze Seite in die Länge ziehen. Die Hand geht hoch Richtung Decke. Genau. Die ganze Seite zieht ihr hoch Richtung Decke nach oben. Die Schulter Richtung Decke. Die Hand Richtung Decke. Und
Seite lang machen. Ruhig atmen dabei, stabil stehen. Und langsam wieder lösen. Die andere Seite. Arm geht nach oben, Hand zieht hoch Richtung Decke, Schulter geht mit hoch Richtung Decke, ganze linke Seite lang, noch länger.